Wenn es um das Thema Sport geht, ist Intersport Eibel im Center West in Graz die richtige Adresse. Sport gewinnt bei den Steirerinnen und Steirern immer mehr an Bedeutung. Während das Klettern das ganze Jahr über in der freien Natur oder in der Halle immer mehr Anhänger findet, gibt es jetzt in der kalten Jahreszeit eine weitere Trendsportart, das Skitourengehen. Einen wirklichen Boom haben wir jetzt in den letzten 2 Jahrzehnten eigentlich erlebt. Einerseits, weil die Materialien halt immer besser werden, es wird immer reizvoller für die Menschen. Dann gibt es ja generell einen großen Drang nach Fitness, nach Outdoor. Die Liftpreise, denke ich, werden sicher auch das ihre dazu beitragen, dass eben im Moment der Skitourensport extrem populär ist. Bevor es an die passenden Sportgeräte geht, ist es wichtig, die richtige Kleidung zu finden. Skihose oder Jacke aus dem alpinen Skilauf haben beim Skitourengehen nichts verloren. Von Vorteil ist atmungsaktive Kleidung. Bei den Tourenski selbst gibt es gegenüber herkömmlicher Alpinski einige wesentliche Unterschiede. Die Tourenski sind leichter. Da gibt es natürlich unterschiedliche Trends. Es gibt mittlerweile auf der einen Seite sehr, sehr leichte Ski, die schon fast in den Skitouren-Rennsport hineinreichen. Und auf der anderen Seite jetzt mittlerweile auch etwas breitere Ski für Variantenfahrer, die also explizit verschneites, tief verschneites Gelände aufsuchen wollen. Der Skischuh hat ebenfalls 2 Aufgaben zu erfüllen. Er muss den Aufstieg und die Abfahrt perfekt meistern. Auf der einen Seite sozusagen den Bergschuh, um den Aufstieg bewältigen zu können, und auf der anderen Seite den Abfahrtsschuh, also so wie ich eben auch den Alpinski kenne. Bei diesem Kompromiss geht es eben, wie gesagt, auf der einen Seite um den Komfort im Aufstieg und auf der anderen Seite natürlich auch um die Haltbarkeit, um den Kontakt zum Ski für die Abfahrt. Damit man zügig bergwärts kommt, dafür sorgt das sogenannte Steigfell. Hier haben sich 2 Materialien am Markt etabliert. Zum einen echtes Tierfell und zum anderen Kunstfaserstoffe. Das Wichtigste beim Fell ist natürlich, dass es sehr gute Steigeigenschaften hat. Das heißt, dass es auch bei schwierigen Untergrundverhältnissen guten Grip bietet, damit ich nach oben komme. Aus meiner Erfahrung sind es nach wie vor eigentlich die Moherfelle, mit denen das am besten zu bewerkstelligen ist. Und auch bei der passenden Bindung muss der Freizeitsportler eine Entscheidung treffen. Mann oder Frau kann aus verschiedenen Systemen wählen. Es gibt auf der einen Seite Systeme, die den normalen Alpinbindungen, sage ich mal, nachempfunden sind, sind für den Einsteiger auch durchaus empfehlenswert, weil einfach das Vertrauensverhältnis, sage ich mal, auch am ehesten da ist. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt schon seit geraumer Zeit sogenannte Tech-Bindungen, die von der Firma Dynafit zum Beispiel angeboten werden, die vor allem einen sehr großen Gewichtsvorteil bieten. Zur Ausrüstung gehören nicht nur modernste Sportgeräte. Das wissen auch die Mitglieder der Bergrettung. Es ist wahnsinnig wichtig, die persönliche Ausrüstung, dass man entsprechende Kleidung mit hat, entsprechende Schutzkleidung. Weil im Winter kühlt man natürlich noch wesentlich schneller aus als im Sommer. Wichtig ist da Handschuhe, Hauben und dergleichen. Und dann die persönliche Ausrüstung auch. Unbedingt notwendig ein Biwaksack, Rettungsdecke, wenn möglich. Und wenn man am Berg unterwegs ist, sollte man auf jeden Fall ein Verbandsbackerl mit haben. Außerdem ist es wichtig, beim Skitourengehen auf seine Sicherheit zu achten. Die Grundausstattung beinhaltet lawinenverschütteten Suchgerät, Schaufel sowie eine Lawinensonde. Seit einigen Jahren werden Airbag-Rucksäcke immer beliebter. Die Funktionsweise ist schnell erklärt. Im Notfall vergrößern die beiden Luftpolster das Volumen des Sportlers. Ja, in der Lawine ist es so, da kommt dieser Paranus-Effekt zum Tragen. Das heißt, die großen Teile kommen immer nach oben. So funktioniert auch der Airbag-Rucksack. Deswegen haben wir das auf der Seite verteilt. Und somit kriegt der Körper vom Menschen einen größeren Auftrieb und bleibt auf der Oberfläche der Lawine. Die beste Ausrüstung hilft jedoch nichts, wenn man sich damit nicht vertraut macht. Besonders was die elektronischen Helfer betrifft. Man muss mit diesen Dingen umgehen können, die man mit hat. Also nur allein das im Rucksack zu haben und gekauft zu haben, ist noch keine Rettung. Man muss auch wirklich damit arbeiten können. So ausgestattet kann die nächste Skitour kommen. Die Sportberater des Intersport Eibel im Center West in Graz stehen den Kunden gerne mit Rat und Tat zur Seite.